Zum zweiten Mal hat der 1. FC Nürnberg seinen internationalen Areva Cup für U14-Mannschaften ausgerichtet. Über 2000 Zuschauer sahen bei strahlendem Sonnenschein tolle Fußballspiele. Und wieder wurde das Endspiel erst im Elfmeterschießen entschieden. Mit 4:2 siegte der FC Basel gegen den VfB Stuttgart. Begeistert waren nicht nur die Zuschauer und die Spieler, sondern auch die Trainer und Betreuer der renommierten Gäste wie Celtic Glasgow oder AC Mailand. Some words about the tournament here. Es ist einfach fantastisch. Die ganze Anlage des Clubs hier ist erstklassig. Das Turnier ist hervorragend organisiert und der Standard der teilnehmenden Mannschaften ebenfalls großartig. Für unsere Jungs ist es eine wunderbare Gelegenheit, einiges dazuzulernen. The standard of the teams has been very good for us. It's a great education for the kids to come over here and play. Bei Celtic versuchen wir, mit jedem Jahrgang bei den 14- bis 19-Jährigen im Jahr an etwa 2-3 Turnieren in Kontinentaleuropa teilzunehmen. Es ist auffällig, dass Ihr Team nicht den althergebrachten britischen Stil des Kick and Rush spielt, sondern sich um gepflegtes Passspiel bemüht. Wir versuchen unseren Spielern diese Spielphilosophie beizubringen. Deswegen kommen wir ja sehr gerne hierher, weil die europäischen Teams technisch sehr stark sind und das so gut beherrschen. Da genießen unsere Jungs erstklassigen Anschauungsunterricht. Leider ist es uns nicht so gut gelungen, den Ball zu kontrollieren und in den eigenen Reihen zu halten, schnell abzuspielen und sicher zu kombinieren. Herr Zaouli, Sie sind jetzt 2 Tage hier in Nürnberg. Welche Eindrücke haben Sie denn gewonnen? Okay, hello. Thanks to the organizer. As I say yesterday, I met him. Das Turnier hat ein hohes Niveau. Die Organisation ist perfekt. Es ist eine gute Erfahrung für unser Team. Jede unserer Mannschaften soll 2-3 solche Turniere im Jahr spielen, um sich auf internationalem Niveau weiterzuentwickeln. Und das ist hier bei diesem Turnier beim Club gegeben. Unglücklicherweise fehlen 5 unserer besten Spieler, deswegen ist es nicht ganz so gelaufen, wie wir uns es gewünscht hätten. Called by the national selection, 2 of them, 3 of them are injured at home. That's why, but it's very good experience anyway. So, thanks a lot. Die Siegerehrung beim Areva Cup nahm Bundesliga-Torwart Raphael Schäfer vor, der ein paar Tage zuvor zum Clubspieler der Saison gekürt worden war. NZ-Nachwuchsreporterin Jessica Engelhardt sprach mit Raphael Schäfer. Herr Schäfer, was haben Sie für Eindrücke vom diesjährigen Areva Cup hier in Nürnberg? Ja, ich glaube, das ist eine schöne Veranstaltung. Das Wetter hat auch mitgespielt und es ist natürlich was Schönes, wenn so viele gute Mannschaften und auch vom Namen her wirklich so ein top besetztes Turnier hier stattfinden kann. Und muss man auch dem Verein, der Organisation auch ein Riesenkompliment aussprechen, dass sie das dann auf die Beine hinbekommen. Haben Sie in Ihrer Jugend selbst schon an so einem internationalen Turnier teilgenommen? Ja, ich durfte auch an solchen Turnieren teilnehmen. Ich glaube, das ist immer was Besonderes, wo es auch Spaß macht, sich mit anderen guten Mannschaften zu messen und zu sehen, wo der Leistungsstand von so jungen Leuten ist. Und von daher ist es natürlich was Schönes für die Jungs. Ich glaube, das werden sie auch nicht so schnell vergessen. Sie haben ja jetzt eigentlich Urlaub. Wieso sind Sie trotz des Urlaubs hierher gekommen, um sich den Areva Cup anzuschauen? Ja, man kann ja nicht nur 8 Wochen wegfahren, wenn man gerade frei hat, sondern man ist auch zwischendurch immer zu Hause und genießt auch mal die Ruhe einfach. Und es hat einfach gepasst. Ich bin jetzt noch in Nürnberg, genieße hier meine Zeit und von daher ist es dann auch selbstverständlich, dass man sich sowas anguckt und dann auch ein bisschen mitfiebert. Vielen Dank.